Aus dem Land der Elche und der einzigen deutschen Königin nicht nur preiswerte Möbel kommen, beweisen zurzeit Roxette aus Schweden. In ihrem Heimatland sind Marie und Per schon lange keine Unbekannten mehr. Seit vielen Jahren schon heimsten sie mit ihren Four-Roxette-Bands goldene Schallplatten und Auszeichnungen ein. Den Sprung in die musikalisch weite Welt aber schafften sie erst vor einem halben Jahr. Es ist natürlich nicht einfach, Karriere zu machen, wenn man aus einem so kleinen Land wie Schweden kommt. Es wäre auch dumm, in Stockholm, Oslo oder sonst wo zu sitzen und sich einzubilden, dass ein A&R-Manager in New York sich deine Platte anhört. So etwas tun diese Leute nicht, da hat man keine Chance. Erstmal muss man einen Plattenvertrag, einen Manager und einen Anwalt haben. Vorher läuft da überhaupt nichts. In unserem Fall spielte das Timing eine Rolle. Und außerdem hatten wir auch sehr viel Glück. Eine Radiostation in Minneapolis hat The Look entdeckt und gespielt, noch bevor wir in Amerika überhaupt einen Plattenvertrag hatten. Noch zwei Monate vorher waren wir von sämtlichen Plattenfirmen abgelehnt worden. Erst mit Hilfe dieser Radiostation haben wir es geschafft und innerhalb von ein paar Wochen waren wir in Amerika erfolgreich. Das war schon Glück, obwohl wir natürlich auch einen guten Song hatten, der wohl auch zum richtigen Zeitpunkt herauskam. Die erste ausgedehnte Deutschland-Tournee von Roxette geriet zu einem kleinen Triumphzug. Eigentlich kann einen das auch nicht wundern, spielen Marie und Per doch schon seit über 10 Jahren zusammen. Wir haben uns 1977 kennengelernt und sind seitdem befreundet. Wir wollten schon lange etwas zusammen machen. Jeder von uns hat auch schon vorher Musik gemacht. Damals haben wir noch in Schwedisch gesungen. Als Roxette sind wir jetzt seit 3 Jahren zusammen und haben 2 LPs rausgebracht. Wir wollen immer gemeinsam darüber entscheiden, was wir machen, wollen eng zusammenarbeiten. We don't really have segregated things Der plötzliche weltweite Erfolg von Roxette wirkte sich auf die schwedische Musikszene immens aus. Vor 2 Jahren haben sich viele Künstler in Schweden geschworen, niemals in Englisch zu singen. Und tatsächlich singen die meisten Musiker bei uns in ihrer Muttersprache. Jetzt, wo wir so erfolgreich sind, sagen sich aber viele, hey, das können wir auch. Das ist vergleichbar mit dem Björn Borg-Syndrom. Genauso war es auch bei ABBA oder bei Europe. Unmittelbar nach dem internationalen Erfolg von Europe gab es in Schweden plötzlich eine Menge softe Heavy-Metal-Bands. Jede Plattenfirma wollte auf einmal eine Band wie Europe haben. Jetzt passiert Ähnliches mit Roxette. Die Plattenfirmen in der ganzen Welt sind jetzt hellhörig geworden. Sie haben gemerkt, dass auch in Skandinavien Musik gemacht wird. Das ist doch toll. Hoffentlich können wir auf diese Weise etwas für andere Bands tun. Ihnen zeigen, dass man auch Erfolg haben kann, wenn man aus einem vergleichsweise kleinem Land kommt.
8 people on stage. And, Wir sind zu acht auf der Bühne, sind eine echte Rock'n'Roll-Band. Die meiste Zeit stehe ich im Vordergrund, weil ich ja auch fast alle Songs singe. Ja, was noch? Die Bühnendeko ist sehr außergewöhnlich und die Lightshow ist fantastisch. Man muss das sehen, so etwas ist immer schwer zu erklären. Aber es ist eine gute Show. Wir haben ein sehr spezielles Stage-Set. Und das Lighting ist fantastisch. Und, ihr müsst es sehen, es ist immer so schwer zu erklären. Exactly how it is, but it's a good show. She's got what it takes.